Startlöchern und es geht auch direkt weiter mit der Knife Round hier auf Cobblestone, dem Epic von Berlin International Gaming. So, und wir schauen einfach erstmal, wer die Knife Round hier gewinnen wird. Ja, ich habe noch ein paar Informationen von vor Ort bekommen. Die Voraussetzungen für Big sind wirklich mehr als unterirdisch. Mit sehr viel Lautstärke drumherum und die Spieler müssen sogar mit einem vibrierenden Tisch arbeiten, weil noch eine Bühne nebendran wohl ziemlich gut am Abgehen ist. Und auch hier hat Against All Authority wieder die Seitenwahl. Ich denke, auch hier werden sie wieder auf der CT-Seite starten. Überlegen diesmal etwas länger. Let's see. Ah ne, es war nur ein kurzer Lag. Alles klar, okay. Und ob ich dieses Mal das Spiel zu Ende casten darf, das erfahren wir am Ende der Partie. Bin mal gespannt. So, kann mir jemand sagen, warum das so krass am Laggen ist? So, CPU nicht am Ausrasten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na gut. In 10 Sekunden geht's los. Mit der zweiten Map hier. Und dann hoffentlich auch mit weniger Lags. Eieieiei. Abfahrt, Leute. So, und wir schauen mal. Da geht's für Big erstmal geschlossen Richtung Mitte. Das sieht nach einem schnellen Rampe-Push aus. Die Flash hat auf jeden Fall gepasst. Next geht er direkt durch. Oh mein Gott, dieser Übelstrip gerade. Die Ecke hier noch gecheckt. Da hat Nonik aber auf alle 5 gewartet, dass sie durchlaufen. Und sie kriegen auch Valax da. Direkt der Spieler aus dem Seitengang. Bisschen zu weit vorne gestanden für das, was da auf ihn zukam. Sie kriegen auch direkt Saivu, den Verschieber also aufgehalten. Und es ist nur noch einer, nur noch Metal. Und ja, Metal-Leute, würde ich sagen. Da ist Keef. 1:0 für Big. Und die verlieren keinen einzigen Spieler in der Pistol Round. So, und ich denke, dass das GoTV-Lags sind und keine, ja, keine Server-Lags, wo die Spieler drauf sind. Das heißt, für die wird alles normal laufen. Ist für uns natürlich unschön beim Zuschauen, aber ich habe nichts anderes für euch. Es tut mir leid. Aber ich glaube, es hat sich gerade auch wieder gefangen. Da ist einfach der Wurm drin. So, und Keef. Sie zielen nur ab erstmal an A, an B auch aufgestellt. Müssen schauen, dass sie mit diesem Klein-Klein an der Titanic immer die Oberhand behalten. Ist gegen die Pistolen einfach nicht immer einfach. Und jetzt geht's in den Dropper rein. Ja, Flash hinterher von Nonik, nachdem am Generator abgesmoked wird. Es ist niemand runtergesprungen. Die sind immer noch oben. Mit den neuen Sounds kann man das natürlich auch super verdecken. Und da gibt's den Fake Jump. Beide Materialien, oder beide Böden aus dem gleichen Material. Das heißt, ich denke, da wird Against All Authority jetzt auch davon ausgehen, dass da jemand im Dropper unten drin steht. Und mit dem Gedanken wird Big jetzt natürlich auch ein bisschen experimentieren können. 55 Sekunden noch. Man sollte es jetzt nicht zu spät starten. Und sie rotieren die Bombe. Ja, sie rotieren nicht rüber. Keep in der Mitte. Aber sauber abgewartet hier. Den Frag gegen Saibu bekommen. Immer wieder ein wichtiger Kill. Und sie nutzen diesen First Frag jetzt aus. Rotieren Richtung A. Sind sie da schnell genug? Und vor allem, wie viel Schaden kann Wayne G hier machen? Erstmal ist im Mini-Room auch schon Keef drin, durchgejoggt, hat dann auch noch Nonik bekommen. Und die haben immer noch nicht den Spieler hinten an der Holzwand gecheckt. 22 Sekunden und der verhindert gerade den Plan, kommt aber nicht an die Waffe. Und zu spät, oder zu früh eingegriffen da von Wayne G, aber er konnte sich auch nicht länger Zeit lassen, dass dieser verhinderte Plan zu einem Rundensieg für Against All Authority wird. Also wird es das 2:0 für Big und Metal versucht hier noch seine 5-7 und Kevlar und Helm in Sicherheit zu bringen. Er bringt auch nicht viel, da jetzt im 1 gegen 4 dann noch am A-Spot anzutreten. Dann lieber noch das Zeug hier ein bisschen durchbringen. Vielleicht auch noch ein bisschen Schaden machen. Er hat sich jetzt nicht so weit zurückgezogen. Ganz schöne Position. Und versucht auch ein bisschen näher an die Ecke jetzt ranzukommen. So, seinen Huhn hat er mitgenommen. Man hört die Steps natürlich auch.
Das ist jetzt der Vorteil vom Occlusion. Er kann sehr genau bestimmen, wann der Gegner kommt. Schnappt sich den Kill, schnappt sich die UMP. Und ich denke, das lief dann noch ganz gut für ihn. Kann die 5-7 jetzt weitergeben. Und er selbst spielt die UMP mit dem Kevlar und Helm. Der Rest wird eine normale Eco einlegen. Und die Runde sollte trotzdem recht solide für Big laufen. Wenn sie es jetzt wieder so kontrolliert runterspielen, dürfte auch ein Invictus an der UMP schaden. So, erstmal Molotov vorne hin. Da soll keiner hochgehen und schnell reinschauen. So ein schneller Deagle Peak, da kann man nichts gegen machen. Das versucht man eben schon vorher mit dem Molotov zu unterbinden. Auch wieder gegen den Dropper schon gearbeitet. In der Mitte schon Danger eingenommen. Also Big deutlich aktiver als in der letzten Runde. Zieht sich zurück und wird wahrscheinlich jetzt wieder direkt die Mitte angreifen. Da steht unten nur Zaiwu. Der hat die 5-7 bekommen. Den müssten sie eigentlich noch flashen. Nicht ohne Flash rausgehen. Jawohl. Da kommt die Flash. Er ist blind. Jetzt müssen sie hinterher. Also sie warten ihn da nur ab. Keith macht da oben wieder seinen Job. Einfach 2 Kills mit der McClane. Lege hat sich da noch Metal geschnappt. Und es ist nur noch Valax. USP. Da muss er nicht saven. Er kann jetzt hier versuchen, zumindest noch einen Kill zu holen. In der Mitte durchgelaufen. Ah, da war Tapsen. Aber er schaut nochmal runter. Und damit eine Flawless Round für Big. 3-0. Für unseren deutschen Vertreter hier beim Electronic Sports World Cup. Ah, bei dem nur 4 Teams dabei. Und Against All Authority hat jetzt die erste Waffenrunde. Ah, bei Nonic mit einer UMP und der Farmers bei Valax. Aber wir haben auch ein Diffuse-Kit dabei. Ist natürlich der Vorteil, wenn man auf die SMG geht. Das Geld für Granaten ist dann in den meisten Fällen da. First Break aber für Big am Seitengang. Entschuldigt. Das Übersteuern sollte jetzt auch weg sein. Als kurzer Hinweis für euch. Das ist einfach der Windows-Pegel, der sich nach einem PC-Neustart immer zurücksetzt. Und Keith zielt noch an. Ein gutes Nate-Timing hier. Und er kriegt auch noch den Kill. Schöner, also wichtig, dass er den auch macht. Schöner Doppelpeak aber auch von Against All Authority. Dass sie nicht alleine reingehen und so zumindest den Refrag sichern. Ein Gob nur noch auf 12. Aber es leben immer noch einen nächsten Tapsen. Auch ein Lega, der auf Overpass sehr gut drauf war. Und die arbeiten jetzt Richtung Titanic. Nichts Eindeutiges, aber da ist Gob gefunden worden. Metals Munition war leer. Na, die war leer. Hier spielt auch kaum noch jemand. Und da kriegen sie den Kill an A. Das ist jetzt ziemlich einfach zu sagen, dass der A-Spot frei sein wird, nachdem es so viel Druck Richtung B gegeben hat. Und die man da sogar einen Kill gemacht hat. Ich denke, da wird Wayne G jetzt sagen, okay, entweder sie kommen auf B und ich kann an der Runde noch was reißen, weil ich eine ganz gute Position habe. Und wenn sie auf A die Bombe legen, dann bin ich halt einfach gerippt und werde versuchen, die Waffe zu saven. Jetzt hat er schon mitbekommen, nochmal eine Flash, damit sie durchgecrossed sind. Er geht tatsächlich nochmal hin. Das Diffuse-Kit war bei Nonic. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der gestorben ist. Tapsen fliegt und hat ihn gesehen. Jetzt eigentlich nicht mehr zeigen. Entweder gemeinsam. Okay, sie kriegen es noch hin. Legia profitiert ein bisschen davon, dass Wayne G da nicht gut getroffen hat. Und wir sehen, wie Big Against All Authority hier gerade vor sich her schiebt. Also wirklich die Rotation gut abfängt. Ihre First Frags bekommt. Das Ganze noch gut raustraden kann. Und auch die Ansage, die hier gerade kam, sehr gut aufgegangen. Von Big und das schickt Against All Authority auch in die nächste Eco. 4-mal Deagle, 1-mal CZ und eine Nate, die hier ganz gut sitzt. Tapsen. Da Keep schon unten drin. Sie gehen jetzt noch vor und da ist halt kein Kevlar dabei. Keine Hilfe. Die SMG ist halt super effektiv jetzt für Keep. Und er will die Waffe auch einfach nicht loslassen. Kriegt dann noch den nächsten. Checkt in der Seite noch. Jetzt ist er endlich mal down gegangen. Mit der McTen wird Against All Authority in der nächsten Runde aber nichts anfangen können. Durch die Wand gibt es noch den Frag von Legia. Und Invictus, Valax natürlich, nicht Invictus, ist ja, drauf und dran jetzt zumindest noch das kleine Kevlar, die ganzen Granaten hier durchzubringen. Ich denke, die richtige Entscheidung von ihm, saven zu gehen. So, Liga, fast nur seinen Mate über den Haufen geschossen, aber eben nur fast. Und das ist wieder eine Runde, wo sie viele Waffen durchbringen. Na endlich, da haben wir doch
ein Big, das sicher spielt, das ein solides 5:0 rausgeholt hat. Wird die Mac 10 hier jetzt gespielt? Von Against All Authority. Sieht nicht so aus. Nein, also 4x M4 und eine AWP bei Zaibu. Noch kein Doppel-AWP-Setup, das gerne in so einer sechsten Runde gespielt wird, wenn man vorher noch keine Spielanteile hatte. Aber ist natürlich auch wieder super teuer. Big. Flash. Erstmal hier Richtung B. Oh, Kief hätte da fast den Blickwinkel gehabt. Geht unten hin und schießt daneben. Bleibt noch an der Kante hängen. Na, Wendy hat hier gerade Legia fast im Alleingang rausgenommen. Das ist ein wichtiges, eine wichtige Sache, dass Legia noch am Leben bleibt. Aber jetzt verliert auch Nex sein Leben an B. Kann es diesmal vielleicht den Gob richten. Der sich hier nochmal zurückzieht. Und Legia hat es überlebt. Aber es gibt die... Oh, wie Wayne G hier schon durch ist. Ich hoffe, Legia hat das angesagt. Das könnte nämlich für Gob und Tapsen sehr bitter enden. Vor allem Tapsen noch mit 100 HP. Jetzt ist Wayne G sich nicht sicher. Wann greife ich ein? Und Legia ist sich auch nicht sicher. Wo ist der Typ denn bitte hin? Ist er wieder zurück in die Mitte? Ist er über T-Base durch? Gob mit dem Entry Richtung B. Wayne G läuft vorne rein. Legia will jetzt noch schnell hinterher. Und jetzt kann er zumindest ansagen, hey Leute, Wayne G, der steht noch irgendwo hinter euch. Tapsen zielt das jetzt ab. Aber Wayne G macht auch das wieder klug. Er ist nochmal stehen geblieben. Währenddessen gibt es den einzelnen Kill gegen Gob. Wäre vielleicht besser gewesen, sie ziehen das Tempo nochmal an. Tapsen jetzt noch im 1-on-3. 1 gegen 4 vom Anfang. 50 HP. Wir brauchen ein paar One-Tapsen, damit das funktionieren kann. Shoulder Peak gegen Jabe. Den ersten geholt, der geht in den Spray. Es ist machbar. Immer noch auf 26, nur die Zeit, die spielt nicht für ihn. So, hier nochmal kurz gedroppt und dann wollte er direkt rum, hat gehofft, dass Zaibu einen defensiveren Winkel wählt. Der ist aber einfach nochmal an die gleiche Stelle gegangen. 5:1. Und da kommt die taktische Pause von Against All Authority. Die hier natürlich auch Gefahr laufen, nachdem sie den dritten Spieler noch verloren hatten. Resettet zu werden. Also ist jetzt die Gelegenheit für Big. Die Partie komplett an sich zu reißen, indem sie die Runde jetzt gewinnen. Und Against All Authority darf erstmal wieder sparen, vielleicht sogar eine Doppel-Eco einlegen. So, die Pause kann raus. Und weiter geht die wilde Fahrt hier auf Kabelstein. Und hier direkt eine Smoke. Oh, das wird ein schneller Bego. Also ich denke, dass es ein schneller Bego wird, weil sich da Fuku aufgestellt hat. Nex muss hier ein bisschen aufpassen, auf das Spray warten. Er ist runtergekommen, ungesehen. Sieht den Spieler im Dropper, kann noch einen zweiten ansagen. Die Smoke geht ein bisschen spät auf. Zaibu hier noch drin, der veraimt aber. Was heißt veraimt? Sein No-Scope geht einfach vorbei. Aber er kann zwei Spieler am Dropper und jetzt noch zwei an der Titanic, sind da sehr wahrscheinlich. Und dann muss jetzt immer noch der Spot eingenommen werden. Ich denke, hier hat sich Big ein bisschen zu viel Zeit gelassen, um Valax rauszunehmen. Hatten gehofft, dass da jemand schnell in den Dropper rein will. Und das geht jetzt vor allem über den Speedway. Die Bombe nochmal hochgeboostet, weil... Oh, da ist Valax schon von hinten dran. Der macht den ersten Kill. Was ist das für ein Laufweg? Wo ist die Kommunikation? Gob hat es nicht mitbekommen. Kief aber hier, sogar mit dem zweiten. Und Kief könnte es hier gerade gerettet haben. Hat aber auch nur noch 6 HP. Und Valax nach seinem starken Laufweg jetzt noch im 1-on-2 gefangen. Diffuse Kick hat Smoke, hat er ebenfalls. Aber da liegt auch eine direkt vor ihm. Und Kief hat einen Winkel. Aber das Prefire, ich denke, das kann man erwarten, dass da in der Ecke jemand steht. Also nicht das beste Positioning von Kief. Oder zumindest nicht das sicherste an der Stelle. Und so ist es ein 1 gegen 1 für Tapsen bei gelegter Bombe. Jetzt Richtung Seitengang zurück. Ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen. Vielleicht wurden die Steps von Tapsen gehört. Aber der hat sich leise verhalten. Der weiß natürlich auch, dass Valax hier schnell vorkam. Kann einmal eine Flash. Da kommt das Diffuse-Geräusch. Er flasht vor, zieht rum und lässt es hoch. Weiter nach rechts, weiter nach rechts. Und nein, es reicht nicht. Die Runde geht an Against All Authority. Er bringt zumindest noch die AWP mit.
interessante Situation, denn Against All Authority gewinnt zwar die Runde, hat aber weniger Geld als Big. Und jetzt ja, müssen sie mit zweimal UMP spielen, sogar ein Taser bei Nonic. Ich denke, wird an den Dropper oder nah an den Bruch gehen. Ja, erstmal Molotov oben rein. Taser war dann wohl eher ein Missbuy und... Ah, bitter. Sehr, sehr bitter. Für Big. Vielleicht hat er die Smoke auch nicht gehört. Ich denke, die Sounds müssen insgesamt noch ein bisschen lauter gemacht werden beim neuen Occlusion Update. Das alles wird alles doch sehr schnell sehr leise. Und die Smoke hatte ich zum Beispiel nicht gehört, aber ich habe auch nur einen Ohrstöpsel. Es kann auch sein, dass das deswegen nicht ankam. So, die Genäter gegen Valax. Normale Molotov-Pose, wo er jetzt steht. Also damit hätte er rechnen können. Oh, was der für ein Damage kassiert. Nur noch 10 AP. Und auch der Dropper wieder angegriffen worden. Da ist Tapsen gerade runter und sie wollen das an B splitten. Versuchen an A halt wieder Frags zu ziehen. Da steht Saibu noch drin. Der hat sich jetzt gerade verraten. Da ziehen sie gemeinsam rum und Keith macht den Refrag. Währenddessen musste aber Tapsen auch noch dran glauben. Der war ja unten im Dropper. Und hier versucht Keith wieder die Spot-Kontrolle zu bekommen. Ich denke, eine ganz gute Position. Aber ich glaube, er hat durch den Baum nicht gesehen, dass da schon einer runter ist. Jetzt hat er es mitbekommen. Gegen den 10-HP-Spieler auf dem Spot. Und er weiß, dass der in der Ecke stehen kann. Oder hinten eben deswegen dieses tiefe Anzielen sich da hinten mit dem Köpfchen zeigt. Und seine Mates müssen jetzt einfach darauf achten, dass am Balkon nichts rauskommt. Während Keith hier die ganze Zeit ansagen kann, Leute, da ist keiner. Also da ist zwar einer an der Ecke, aber er ist nicht vorgekommen. Jetzt haben sie den Spieler hier geholt, wissen immer noch von dem auf dem Spot. Valax kann den Frag machen, es gibt den Trade. 1 gegen 2 und Gott ist im Platz. Und er macht den Kill. One-on-one geholt. Da war die Munition bei Invictus auch wieder leer. Die Schalli M4, es rächt sich ein weiteres Mal, dass die hier gekauft wurde. Und da haben wir ihn doch, den Reset. Eine Runde verzögert, aber er ist da. Big mit Runde 6 auf dem Konto. Und jetzt natürlich wieder dem Geldvorteil. Es gibt den Force-Buy von Against All Authority mit einer Mac 7 bei Invictus und 3 Deagles sowie einer CZ beim Rest des Teams. Das Close am Bruch hat kein Kevlar dazu kaufen können. $1.800 kostet die Waffe. Und mit der kenne ich mich nämlich sehr gut aus. Und Metal. Ja, hofft natürlich, dass sie vorkommen. Ich denke, für die Distanz auch eine sehr gute Wahl. Sobald der Dropper eingenommen wird, ist es für ihn aber auch schwierig mit dem Positioning. Die Waffe kann auch auf Distanz sehr stark sein. Die Smoke-Go vorbereitet. Die AWP würde ich jetzt nicht unbedingt vorschicken. Ja, Metal wird da schon rausgebaitet. Oh, die Gegenflash hier kam perfekt. Moment. Nonic ist down. Metal hier vorne kriegt einen. Saibu hilft aus und Nonic kann da. Metal kann immer weitere Shots raushauen. Wayne G hier an der AWP, an der Deagle schießt da ordentlich daneben. Und immer noch nicht geholt. 35 Sekunden, 2 gegen 2. Saibu bekommt seinen nächsten Kill und es hängt an Keith. Clutch-Time hier für unseren AWP-Spieler. Holt sich den ersten und der zweite steht da hinten dran und den macht er auch noch. Keith ist gut drauf heute. Und eine Runde, die wieder sehr knapp wurde. Auch hier hätte Big vielleicht noch ein bisschen mehr an A machen können. Das, was ihnen in den Runden zuvor immer geholfen hat. An B aufbauen, an B ein bisschen Stress machen und dann in der Mitte die Gegner abzielen. Es ist der verlorene Force-Buy auch für Against All Authority. Die nochmal sparen. Beim Spielstand von 7 zu 2 macht man keine Spirenzien und forst dann nochmal rein, weil man denkt, dass der Gegner wenig Geld haben könnte, auch wenn das bei Big der Fall ist. Oh, die Nades. Valax hier. Gelitten. Und auch down. Molotov unten hin und jetzt fahren sie wohl auf P drauf. Okay, mit Runboost noch und kurzem Schlitz vorher. Der Mitteaufbau von Against All Authority. Ja, das läuft, das wäre. Aber hier auch in Tapsen rein.
der dann nur noch einen macht. Und jetzt schauen, dass man die AK hier verteidigt. Und dann gibt es am Ende noch eine zweite oben drauf. Legi hat super viel Schaden bekommen. Jetzt kommt schon Kief. Ein bisschen sicherer. Zumindest drei Waffen hier durchbringen. Flash kann er dodgen, ohne dass er sich bewegen muss. No Nick. Vielleicht geht er die Arbe saving. Jawohl, zieht sich zurück. Das ist Runde Nummer 8 für Big Sean. Das sieht doch deutlich sicherer aus. Das, was ich mir von Anfang an eigentlich gewünscht hatte. Und Big das sicher und locker aufspielt. Und keine Probleme gegen ein doch relativ unbekanntes Team in der internationalen Szene. Jetzt müsste aber auch wieder Geld bei Against All Authority da sein. AWP für Zaibu, allerdings ohne Kevlar. Wayne G. Und der Rest gehen auf die Rifle. Vielleicht Wallax noch auf eine UMP für die Granaten. Nein, geht auf die Farmers. Ja, einfach die Vorliebe, die da durchkommt. Und die PP an die Mitte. Kontrolle. Der ist reingekommen. Metal wird direkt rausgedrängt aus der Mitte. Und direkt auch drei Spieler von Against All Authority vor A. Tapsen und Gob am Seitengang. Und Legia war ja schon in der Mitte drin. Der hatte sich noch mal ein Stück zurückgezogen. Victor Lexo, und der scheint in der Smoke was gesehen zu haben. Legia zieht es nochmal an. Okay, was war mehr das Glück, dass Metal da verschossen hat? Mitte gesmoked und jetzt darf Gob nochmal anzielen. Also man schauen, dass man den Turm immer so aufbaut. Erstmal schön die Ecke hier gecheckt. Und dann den Turm halt so aufbauen, dass man rumziehen kann und nicht beim Aufbauen des Türmchens gespottet wird. Aber die Smoke geht auch langsam weg und sie sind bereit für den Argo. Against All Authority hat ganz klar verschoben, den Spieler am Spot verloren. VB noch kein Druck. Und jetzt geht's drauf. Ich denke, gerade mit der Doppeldeckung am Seitengang könnte das was werden. Wayne G mit dem ersten Kill. Da kommt sonst keiner hinterher. Sie arbeiten sich nah an der Smoke. Und Wayne G ist da noch bekannt. Schön, wie sie zu dritt stehen bleiben. Auch wenn Wallax da noch in den Rücken fallen kann. Es gibt den Trade-Kill. Und Gob hofft, dass er Zaibu hier noch erwischt. Aber der macht den ersten. Ist jetzt im Klatsch. Wir sehen, dass Kief da rumläuft. Der bleibt einfach mitten auf dem Feld stehen. Ich denke, das hat Zaibu überrascht. Deswegen hat er da nochmal zerrissen. 9 zu 2. The Big in alter Manier dominant. Und das, obwohl sie auf den Spot laufen, wo viele Spieler von Against All Authority stehen. Also man merkt jetzt gerade, Big hat dieses erste Game abgeschüttelt. Macht weiter mit dem, was sie können. Against All Authority scheint auf Cobblestone kein so gutes Team zu sein. Zumindest nicht auf der CT-Seite. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Ekos die Franzosen jetzt schon einlegen mussten. Zaibu. Na, der ist immer wieder gefährlich. Solche Shots tun weh. Vor allem, weil man ihn da gerade nicht hat raustraden können. Und Keith steht ja immer noch alleine an B. Muss auch aufpassen, dass am Dropper niemand vorkommt. Wieder ein sehr A-lastiger Aufbau von Against All Authority. Steht immer genau richtig. So, Zaibu will den nächsten machen, aber nicht mit Legia. Gott bekundet da erstmal das Lob. Legia, saubere Shots hier. Und next. Ja, erstmal Molotov unten hin. Tapsen. Geht durch. Sie brauchen ein bisschen lange, bis sie den Spot dann einnehmen. Wollen das ein bisschen zu kontrolliert machen. Ich denke, gegen eine Eco ist das noch in Ordnung. Da geht natürlich auch viel Zeit verloren. Die Bombe könnte jetzt eigentlich durch. Ja, Kief holt ihn vorher schon von Mitte unten. 10 zu 2. Und nur noch drei Runden zu spielen. Ab jetzt muss Against All Authority loslegen. Ansonsten wird das wahrscheinlich eine schnelle zweite Partie am heutigen Tag. Und auch das eine Information, die ich inzwischen bekommen habe. Die Spieler müssen nicht auf- und abbauen, sondern sie bleiben immer am gleichen Setup sitzen. Zaibu wieder an der AWP. Er wird von Kief gesehen, ist direkt down. Da hat man jetzt gerade, man muss es so sagen, den gefährlichsten Spieler vorne Against All Authority sich geschnappt. Und Wayne G hier wieder in der Ecke. Aber das ist das normale Setup bisher auch gewesen. Natürlich wird die Ecke hier gecheckt. Wayne G an der Stelle bekannt. Sie versuchen sie jetzt zurückzuziehen. Kief macht da noch einen Kill. Aber Nonik hat vorher noch einen bekommen.
was jetzt Richtung B rotiert. Ah, oh, die Bombe ist noch an der Rampe down. Ich denke, Nex wird jetzt schon mal versuchen, Spieler... Ja, und Tapsen hilft aus. Wird versuchen, der Spieler von A schon mal rüber zu ziehen. Die Bombe ist tatsächlich gepickt worden. Oh, und kommt Keith da raus. Jawohl, er hat's geschafft. Die B-Kontrolle ist da und Keith rotiert mit der Bombe rüber. Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass Against All Authority nicht versucht hat, da jetzt noch an der Rampe die Bombe zu verteidigen. Aber dass sie den B-Spieler verloren haben, hat das wahrscheinlich schwierig gemacht. So, Keith, die Bombe rübergegeben. Next zielt den Dropper ab, schöner Off-Angle. Und es ist nur noch Wayne G. Flash. Passiert da nicht mal. Und Tapsen springt da einfach rein. Oh, wie einfach ist das denn bitte heute? Gibt's ja gar nicht. 11 zu 2. Zwei Runden jetzt noch zu spielen. Und Against All Authority, die werden jetzt natürlich durchforsten. Die müssen versuchen, das Ergebnis irgendwie zu retten. So, und wenn das so weitergeht, dann schmiert der Server vielleicht schon in der ersten Halbzeit ab. Wer weiß. Wer weiß. No Nick. Mit der Smoke. Die Dropper, natürlich die Max 7, auch eine gute Waffe. Sie verliert ihre Wirkung, wenn mit den Granaten eben gut dagegen gearbeitet wird. Big ist so gut unterwegs aktuell. dass es sein kann, dass sie eben keine Granaten werfen, um Räume einzunehmen, weil sie sich zu sicher sind. Spielen aber auch hier erstmal wieder auf Mitte-Seitengang-Kontrolle. Doppel-Setup an der Rampe von Wayne G und Saibu. Eine Minute noch. So, und Gobstep zurück. Vielleicht sind es Steps, die Against All Authority mitbekommen hat. Aber sie rotieren noch nicht von der Rampe weg. Und wie Lega jetzt hier nur darauf wartet, dass jemand in die Mitte reingeht. In der Hoffnung, dass die Steps eben gehört wurden. Und sie gehen rein. Da kommt die Flash. Aber Legia hatte, meine ich, die Hand vorm Gesicht. Musste den Winkel kurz verändern. Sie sehen, B ist frei. Und jetzt machen sie einen A-Split drauf. Bringen aber voll in die Max 7 rein. Fast ein Triple Kill von Nonic. Dann ist Wayne G rechtzeitig da. Die Bombe liegt direkt vom Dropper-Fenster. 29 Sekunden. Ja, viel Spaß beim Retten. Ich denke, reingehen können sie alle mal. Ja, Legia kriegt da nicht mehr ein. Und Keith. Ja, das Aufschießen, das hat ihm auch sein Schusstiming da versaut, wird von Saibu geholt. 11 zu 3. Folgendes. Da hätte man doch eigentlich anders reagieren müssen jetzt. Man hatte doch eigentlich geschafft, dass beide Spieler von A wegrotieren. Der Seitengangspieler muss weiter vorne stehen und schauen, dass er die Spieler am Connector, die in den Connector reinlaufen, abfängt. Und wenn dann die Spieler aus dem Dropperfenster rausgehen, dann hast du das perfekte Timing, um denen in den Rücken zu fallen, weil die noch abgelenkt sind. Aber die Max 7 stand da so oder so. Die hätte sich nicht bewegt. Egal, ob sich da was am Seitengang gezeigt hätte. Erstmal hat hier Gob wieder ein gutes Timing. Sie sind halt genau in die Rotation reingelaufen. Und natürlich hatte Against All Authority den Blick auf den Dropper. Oder sie hätten es halt einfach abwarten müssen an der Stelle. Dieses kleine Türmchen gibt es da auch. Also da kann man eigentlich... Über die Runde kann man... viel diskutieren, denke ich. So, es gibt den Refrag gegen Metal. Auf dem Spot noch Saivu. Ah, der weiß. Oh, schöner Schuss von Nex. Was ist das denn bitte? Tapsen kommt da durch. Jetzt die ABP in den Nahkampf zwingen. Saivu denkt, der ist schon hier close. Und da gibt es einfach Prefire auf die Mütze. Tapsen auch nochmal einen Sprung um die Ecke. Jetzt ist hier Valax. Bekommt den ersten Kill. Aber es gibt den Trade Frag von Keep. 12 zu 3. Der Halbzeitspielstand für Big und... eine sehr deutliche Halbzeit für das deutsche Team. Big ist natürlich auch schon bereit für Halbzeit Nummer 2. Und genauso geht es den Franzosen. Die möchten hier direkt weitermachen. Nonic mit gerade mal 2 Kills. Sehr weit hinten. Gob hat auch nicht viel, aber Keith, Tapsen und ich denke auch Nex, auch wenn er hier weit unten ist, machen heute einen guten Job. Legia, ich weiß gar nicht, was die ganzen Leute meckern, ist ein super Spieler meiner Meinung nach. Und... in einer Sekunde geht's dann auch weiter mit Halbzeit Nummer 2. So, und wenn Against All Authority die Pistole hier nicht holt, dann ist da ganz schnell Feierabend. Ich denke, dass Big sich das Spiel dann auch nicht mehr nehmen lässt. Nonic. Ja, geht runter, hat gesehen, dass Keith da durchgejoggt ist. Dieser Laufweg ist häufig so ein Solo-Laufweg.
um Informationen zu bekommen, ohne groß auf Risiko zu spielen. Aber an B gehen sie auch nach vorne. Auch hier ohne Flash, gehen einfach ins Duell und jetzt merken sie auch, fuck, die stehen hier. Aber schön, wie Gob hier zwei macht. Gob macht auch den dritten. Okay, na, der hat, Next hat noch ausgeholfen. Der hat auch viel Schaden kassiert. Die haben auf jeden Fall der Tank für Gob. Dass die Aktion für Against All Authority nicht ausgeht. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Und vor allem mit diesem Headshot gegen Gob zwar wieder Schaden gemacht, aber keinen Kill bekommen. Ein 2-on-5 in der Pistole. Und das darf Big jetzt einfach nicht verlieren. Also wirklich Infos sammeln, sich zurückziehen und dann Kreuzfeuer-Setups schnell aufbauen. Das muss der Plan sein in so einer Situation. Ich denke, da stehen sie ganz gut für. Der Drop wurde da gefaked. So, Tapsen fehlt da. Also Tapsen muss seine Position verändern, wenn sie an der Titanic rausgehen. Vielleicht sind dann auch direkt beide Spieler bekannt. Nichts mit dem Contact, aber Tapsen greift da nochmal ein. Nur noch Saibu mit der Bombe auf dem Rücken. Auch den darf Tapsen dann holen. Zwei für Gob, zwei für Tapsen, einer für Nix. 13 zu 3. Big also mit der Pistol Round und Against All Authority muss in den Force bleiben. Ich denke, wenn sie den nicht gewinnen, dann wird einfach bis zum bitteren Ende durchgeforst. Jetzt nochmal erhöhte Konzentration hier bei Big. So, Gott mit der UMP im Dropper. Gefühlter Godfather of UMP. Wieder gehen sie auf die Titanic-Kontrolle. Gob hat es mitbekommen, zieht sich dann auch direkt zurück. Und da hilft Next dann aus. Auf die Distanz verliert die CZ doch deutlich an Wirkung. Gob hat sich hier gut aufgestellt, kriegt da fast einen zweiten Kill. Das ist gerade mal ein HP bei Valax. Saibu hier mit der Gelegenheit, noch Legia zu holen. Die Flash passt allerdings und Legia kriegt seinen Kill. Tapsen ist rechtzeitig da, um ihn zu retten. Nein, Valax hat den Kill noch gemacht. Aber Tapsen rettet den Tag für Big. Muss jetzt zwar nochmal den Reload, aber der ist auch schnell durch. Und Tapsen macht da einen schönen Triple Kill. Nicht nur die MP9 refinanziert, sondern auch die Runde entschieden mit der Aktion. Das war ein starker Versuch von Against All Authority. Aber es bleibt bei einem Versuch. 14 zu 3. Und spielen sie echt die Eco? Sie spielen Tatsache die Eco bei Against All Authority. Möchten also ihre Waffenrunde in der nächsten dann noch gut ausspielen und nicht noch zweimal reinforcen. Aber ich denke, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Du musst versuchen, so früh wie möglich wieder die Kontrolle über die Partie zu bekommen. Mit so einem nächsten Vorfall wäre das eben möglich. Und ja, auch eine Schalli M4 hier bei Legia. Nächste Nate, die Saibu da viel Damage gibt. Der sollte die P250 jetzt eigentlich mal an seinen Mate weitergeben. Aber Nonic geht da alleine in den Seitengang rein. Habt ihr das vielleicht gehört? Nonic. Mit einer P250 vielleicht ein Duell, das er gewinnen kann. Aber Legia lässt sich ungern komplett auf Duelle ein. Nur wenn es die Situation erfordert. Und da ist das eben noch nicht der Fall. In der Mitte sammelt man sich jetzt. Kief zieht da rum und wird von der Glock rausgeholt. Ah, das ist für Legia jetzt ein bisschen bitter. Er muss auf die Rotation warten. Keine Granaten bei Against All Authority. Und deswegen macht Tapsen da auch zwei. Next ist noch rechtzeitig zur Stelle. Der holt die Bombe. Und als Backstabber über B kommt da gerade Metal, aber der wird vom Kopf erwartet. Ja, easy pick und eine einfache 15. Runde für Big an der Stelle. Jetzt noch. Oh nein. Es ist passiert, Leute. Entweder es ist nur ein Lag oder ich krieg gleich oben die Meldung Connection Problem und der Server fährt wieder runter. Ja? Was ist denn das?